keine Sau hat gewusst, wer wir sind, Mann. So, wir sind aufgetreten vor 400-500 Leuten als Vorgruppe von GZA in Köln und haben noch nie auf einer Bühne gestanden, vorher so direkt ins kalte Wasser. So, wir hatten eine Handvoll, zwei, drei Handvoll Jungs dabei, die vielleicht die Stimmung gemacht haben für uns und das war's. Der Rest stand so bewegungslos da und war totenstill so. Aber wir haben unser Ding durchgezogen, zwei, drei Songs, wurde immer besser so und am Ende waren auf jeden Fall ein paar Hände oben für uns so. Und wir sind mit einem guten Gefühl so von der Bühne gegangen. Und ja, ist natürlich irgendwie kein Vergleich mehr zu heute so, wo wir vor ganz anderen Hallen spielen, vor ganz anderem Publikum und so. Und bei einer dieser Veranstaltungen ist auch der Kontakt mit Red Bull entstanden. Wir haben schnell einen guten Kontakt aufgebaut und ja, dann kam so eins zum anderen und dann waren wir irgendwie auch schon, sind wir in die Red Bull Studios nach Amsterdam geflogen und haben dort das nächste Album aufgenommen. So. Wir wollten einfach den nächsten Schritt machen und nicht mehr so wie Voodoo Zirkus im Schrank aufnehmen, sondern hatten jetzt einfach mal die Möglichkeit, wirklich unsere Vision umzusetzen, so das Ganze auf das nächste Level zu bringen. Und was einfach anders war als beim letzten Mal, abgesehen davon, dass wir in einem großen Studio aufgenommen haben mit viel drumherum so, ein ganzes Gebäude für uns und eine ganze Crew, die sich nur auf uns konzentriert so, darf man nicht vergessen, dass wir Voodoo Zirkus im Schrank aufgenommen haben bei SZA so damals. So Türen aufgeklappt, alles abgehangen und mit dem Billig-Mic und den paar Euros in der Tasche, für die wir Equipment gekauft haben, so versucht das Beste draus zu machen. Aber was wirklich einfach die ganze Stimmung verändert hat, war einfach, dass diesmal die ganze Crew, so alle unsere Jungs waren am Start und wir hatten einfach eine gute Zeit zusammen. So. Heute Nacht ist es soweit, sie kommen mich holen. Die Sterne stehen gut in ihrer Konstellation. Ich warte auf der Lichtung, bis ich sie sichte. Halt Ausschau nach ihnen, such am Himmel nach Blitzen. Schließe einen Moment die Augen und auf einmal sind sie da. Sie kommen immer näher und die Schwerkraft versagt. Alles beginnt zu schweben, sie setzen an zur Landung. Meine Strafe ist verbüßt, kehrt zurück aus der Verbannung. Die Luke geht auf, ich bin geblendet vom Licht. Die Hände vom, die Jungs, die uns Red Bull da zur Seite gestellt hat, waren auf jeden Fall echte Profis. So, die haben genau gewusst, was sie machen und haben ihren Teil dazu beigetragen, so das Ganze aufs nächste Level zu heben. So, wir waren schon gut vorher, aber das hat uns auf jeden Fall nochmal gekickt. So. Wir waren fleißig, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, alle haben voll mitgezogen, so keine Ausfälle. So. Alle haben 100% gegeben, waren am Start. So. Und wir haben uns viel darauf konzentriert, noch mehr aus meiner Stimme rauszuholen. SZA hat wirklich so die kreative Leitung nochmal einfach übernehmen können, weil er den Kopf frei hatte, sich nur auf mich zu konzentrieren. Und bei uns ist ja eh immer so ein richtiges Teamwork. So gerade SZA und ich sind eins, wenn man so will, im Produktionsprozess. Und hier hatten wir wirklich den Raum einfach, den wir gebraucht haben, um genau das zu entwickeln. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob andere Crews so arbeiten wie wir, so andere Rapper oder so. Aber bei uns ist es einfach, für mich ist unglaublich wichtig, dass ich Sick hab, der mich in die richtige Richtung schieben kann. So. Und ich glaube, für ihn ist das ähnlich so, dass wir brauchen einander einfach, um genau das am Ende zu haben, was wir beide haben wollen. So. Ich bin der Meinung, wir wären ohne einander nicht halb so erfolgreich, wie wir es jetzt sind. So. Und das hat sich einfach in Amsterdam nochmal ganz deutlich gezeigt, so, dass wir nur zusammen genau so gut funktionieren, wie wir es aktuell tun. So.